Okay. Okay. Intro, Punkt. Alles klar, wir fangen an. Alles klar, wir fangen an. Frontlinie, Leute, Frontlinie. Bombe. Ich gehe erstmal mit der P40 rein. Ich riskiere hier. Ich sehe vier Leute in diesem Kühlschrank drin sitzen. Ich kann so nicht arbeiten. Okay, dieser Folgenstart ist ja schon mal gigantisch. Intro. Das war das Intro, Punkt. Awesome. Alter, awesome, mir ist gerade voll awesome, warm. Awesome. Erstmal noch ein Bierchen. Bier. Ey, wer schießt da? Weil ich habe noch drei Flaschen Sekt im Kühlschrank. Sag mal, warum habe ich gerade eigentlich einen Teamkiller hinter mir? Ich habe gedacht, das ist einer von euch Vögeln, aber nein, da schießt einer auf mich. Soll ich auf dich zielen? Fick dich, Mann, der Typ hat mich gerade sogar schon getroffen. Soll ich den abknallen? Nee. Das ist ein Türke. Das ist ein Türke hinter dir. Ja, dann knall ihn ab. Rassismus for the win. Das ist ein Türke hinter dir. Fliegender Kühlschrank, ey. Wo gehen wir zuerst hin? Ich folge dem Türken. Mittlere Basis. Oh, Timo, da ist eine ganze Schlange von... Boah, geil. Ja, das ist normal. Dass Schlangen hinter mir sitzen. Nein, eine ganze Schlange aus Flakgeschützen, meine ich. Ach so, ja. Ich räume die gerade mit dem MG ab. Was hat mich denn da bitte abgeschossen? Apple Eater 5. Timo, hinter dir. Was fliegt denn der da für ein geiles Teil? Geschissen, Mann. Ich hab mein Opfer dabei. Meine sexy Kitty Hawk. Von den Deutschen. Die F-110. Klappen auf Kampf. Ein Schlachtenflieger. Boah, Junge, er ist aber agil, der Hurensohn. Wow. Hi, hi. Alter, wie hat der das denn geschafft? Von unten aus der... Mann, ey. Wow. Ist der Typ immer noch hinter dir? Ja. Oh. Jetzt weiß ich, was ich gerade eben vergessen habe. Egal, Mann. Vier Bodenziele. Ich hab sogar einen Luftabschuss. Ich hab die Raketen mitgenommen. Ah, ja. Aber bei der Schlucht, solange bis sich das Flugfeld, also solange bis sich dieses Wespennest ein bisschen auseinandergezogen hat, ich nehme immer erst den schwächsten Flieger bei Frontlinie. Und woher danach. Weißt du, wer der schwächste Flieger ist? Der mit dem schlechtesten Kampfrating, Alter. Von deinen Chat fragen. Abschusshilfe. Welcher ist der schwächste Flieger? Ey, wer von euch kann ich? Jetzt. Meine Kitty Hawk ist einfach mein schlechtestes Flugzeug. Punkt. Die sieht am geilsten aus und kann nix. Voll toll, oder? Deswegen wurde die auch direkt in meinem Staffel 3, in meinem Rang 3 Squad, ersetzt durch die Mustang. Sieht geil aus, kann alles. Upgrade! So. Komm her, mein Kleiner, dich vernascht so, ich zum Frühstück. Nicht du, Wichser. Ey, du sollst abstürzen. Was? So, guck mal, da unten sitzt so ein Bunker. Klick! Flugzeug zerstört, geht doch. Geht doch, warum dann nicht gleich so? Klick! Oh, der ist abgestürzt. Den brauche ich nicht schießen. Das ist gut. Klick! Eia! Entschuldigung, wenn ich immer sonst mit. Klick! Ey, warum immer nur Treffer? Warum? Treffer versenkt. Junge, 500 Pfund auf Bunker, muss sterben. Aua! Ich hab vier Bomben abgeschossen und nichts zerstört, sondern immer nur Treffer. Gut ausgeschaltet, ey. Ich hasse es. Ganz ehrlich. Was? Der fliegt mir einmal entgegen, gibt mir drei Treffer, Tragfläche weg, Motor kaputt, Heck weg. Seit wann ist die HE-112 ein Jäger? Ey. Ich hab gedacht, da zieh ich schön auf den Bomber, da kommt mir ein Jäger entgegen und rotzt mich direkt runter. Was ein Penner. Just why not? Ah, Kacke, zu. Weil ich letzter bin, weil die scheiß Bomben gebackt haben. Ich habe gerade 2,5 Tonnen auf so eine Basis draufgeworfen und habe dafür nicht einen Punkt gekriegt. Lol. Ja, meine Bomben buggen auch. Klick.
Und wieder nur ein Treffer. Ey, sag mal, wie stabil ist so ein Bunker denn bitte? Zack, da geht doch zerstört. Bitte in Berlin. Ja. Was wirfst du denn da drauf? 500 Pfund. Oh doch, das sollte reichen. Da, ja. Ja, das reicht auch. Jetzt habe ich schon den zweiten lang gemacht. Bumm. Aber eben habe ich anscheinend daneben geworfen. Bumm. Also wenn dein Bomber Fump macht, dann Lutz macht keinen Scheiß. Ich sitze hinter dir. Bastard, das ist Bastard. Sprach er und starb. Sprach er und starb. Das ist dein Standardsatz, Lutz. Passt schon, passt schon. 50 Sekunden später bist du tot. Oder Scheiße, das passt doch nicht. Wow, mir kam er entgegen. Heilige Scheiße. Komm, gewinn mal an Höhe, du Viech. Die nächste Salve geht auf eine Base. Apropos, wo ist die Base? Wo ist die Base? Welche? Gegner, die mit halb Leben, ich weiß nicht, ob mittel oder ganz unter dem Berg. Was? Hinter? Unter? Hinter. Unter dem Berg, genau. Unter. Unter. Unter den Bergen. Natürlich. Ein Steckknochen, Steckknochen, Steckknochen. Ja, ich sehe. Abschuss. Ey. Ich sehe, ich sehe, ich sehe. Boah, jetzt hab ich gedreht, damit ich den einen vor mir hab, dann hab ich schon wieder einen hinter mir. Ja, fuck. Da bin dir, Pascal. Bin auf dem Weg, aber das läuft so nicht. Weil ständig die. Was hat der für ein scheißwendiges Flugzeug? Entweder ist hier irgendwas ultra buggy, ich hab grad 4 Maschinenkanonen. Magazine in den reingejagt. Cheater. What? Jetzt hab ich einen hinter mir, der mir einen Spritleck geschossen hat. Ist neben dir? Ich weiß nicht, aber eigentlich habe ich nicht. Ah ja, doch, da war einer, ja. Der war hinter mir. Der hat auf mich geballert. Ja, schön, jetzt ist aus. Basis zerstört. Aus, aus. Das Spiel ist aus. Ja. Nein, ich habe einen Flügel verloren. Also irgendwie ist das diesmal eine richtige Scheißrunde. Für mich. Mist, 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 Mist. Flugzeug ausgebrannt. Und ich werde immer von demselben abgeknallt. Eine Hurricane. The Spain is on fire. On fire. Verdammte Mann. Die... Ey, haben die keine? Doch, die haben nur noch. Okay, ohne Scheiß. In der Flugplatz von denen frisst jetzt Eier. Dicke Eier! Dicke, salzige Eier! Und zwar drei! Mein Ei in dein Gesicht! Wisst ihr, dass Eier mit Maggi voll lecker schmecken? Das sagt meine Freundin auch, sag aber ich hab's mal noch nie probiert. So, wenn das Eigelb noch so halb flüssig ist und du da Maggi reinkippst. Ich hab das noch nie ausprobiert. Ah, lecker! Ich weiß nicht, ich bin aber nicht so der Maggi-Anbeter. Das ist ja so eine Religion, die du mögen musst. Das ist fast wie Apple-Produkte. Weil ich denen dann schon ziemlich zustimmen würde, ja. Die musst du schon leben, die Religion, ansonsten läuft das nicht. Apple ist kein Handy, das ist eine Glaubensgemeinschaft. Ja, funktioniert ja auch nur, wenn du fest dran glaubst. Ah, Mist, Alter, die ganzen Bodenziele kannst du voll vergessen. Scheiße. Der Flugplatz da vorne gehört mir! Ohne Scheiß, ich setz da jetzt meine Eier drauf, steck's als Stangen rein und dann nehme ich das Schild daneben. Blink, wund jetzt hier! Ich werde das alles dem Erdboden gleich machen, mit Öl übergießen, anzünden, danach Salz streuen, danach wieder Erde auslegen und dann gründe ich da auf dieser Scheißasche eine Zivilisation. Genau. Die anscheinend nichts anpflanzen können, aber ansonsten ist das okay. Stimmt, wir könnten ja mal Age of Empires 2 HD spielen. Das könnten wir auch tun. Das haben wir auch irgendwann mal gespielt. Ja, ich hab mir das über Steam jetzt gekrallt. Summer Sale. Ja. Ich habe noch eine Kopie irgendwo.
Ja, ich hab das auch im Steam. Aber schon letztes Jahr im Summer Sale. Ja. Niklas, hast du das auch? Yes. Ich brenne und ich habe einen Flügel verloren. Fahrwerk ausfahren. Das ist ein sehr guter Ersatz für einen Flügel. Definitiv ja. Fahrwerk ausfahren, ich muss das. Ah ja, reiß den anderen Rad einfach ab und dann hast du einen Ausgleich vom Gewicht her. Ich habe dich gerecht, ich habe den Typen, der dich abgeschossen hat, habe ich. Holt! Mindestens eine Kugel zu schnippen. Ich habe gerade mein Mikrofon einfach in die Hand genommen und gewürgt. Uhuhuhu. Ihr Muschis! Flugzeug zerstört! Mit dem Bomber! Ihr könnt nicht vorbei! Komm schon, gib mir noch ein paar Treffer! Ich nehm alles, was ihr mir entgegenschießt! Mein Rearguard ist spitze! Komm schon! Ah nee, ich brauch noch ein bisschen. Größerer Bogen! Oh Scheiße, fick dich, Niklas! Musstest du das jetzt ansagen? Fick dich! Welcher Schmork hat hier meine Unbesiegbarkeit in Frage gestellt? Oh, dir fehlen ja ein paar Flügel. Radadadazong in einer He 112. Dein Arsch kommt auf meine Liste! Sag mir nicht, dass das nichts gebracht hat. Was? Der ist einfach durch mich durchgeflogen. Ist schon vorhersehbar, dass du jetzt abgeschossen wirst, Timo. Ein bisschen. Warum? Weil ich immer schreie, bevor ich sterbe? Ah, ich sterbe nicht, no! Ups. Ich bin wie Gandalf, ja? Ich komme viel besser zurück. Timo der Weiße ist ein Whiteling. Aus Problem Blackling damit? Whiteling. Whiteling. Damit? Und der trägt einen Whiteling. Ja. Oh Gott. Jawohl. Ja, komm, schwerer Jäger. Ich nehme noch ein paar Spätzkes mit hier. 2000 Punkte sind drin. Warum habe ich eigentlich den scheiß Boost nicht aktiviert? Das wäre es gewesen, Alter. Du hattest doch gerade einen Boost aktiviert. Den du voll in den Sand gesetzt hast. Ja, in den Sand. Ich hätte gern einen ohne Sand. What the fuck? Ich habe den Typen einmal getroffen. Er stürzt ab. Flugzeug zerstört. Läuft. Oh, scheiße. Alter, ich habe einen Missile Kill und mein Flugzeug ist ausgebrannt. Egal. Missile Kill. Yeah. Eine Wunderkerze am Himmel. Man nannte ihn Timo. Die an ihn gedacht haben, werden sich an ihn erinnern. So, P400, ich gehe Jäger jagen. Ja. Als den Mann, der in Flammen aufging. Hast du gerade die Hungerspiele zitiert? Das war so ein Scheißbuch. Ey, was ist mit unseren Siegpunkten los? Ich hab kein Flugzeug mehr, ich geh aufs Klo. Was ist mit unseren Siegpunkten los? Dass Lutz immer kacken geht, wenn er kein Flugzeug mehr hat. Was ist da? Ey, was ist denn da passiert? Was? Wir haben keine Flugbasis mehr. Okay. Wir haben unsere Basis zerstört. Alle Basen, alle vier. Wo kam das auf einmal her? Aus dem Bombenschacht. Oh Mann! Monitor so zu packen und die ganze Zeit drehen, dass das Flugzeug am einen Standpunkt bleibt. Oh. Das arme Kabel. Kommt darauf an, wie groß der Monitor ist. Ach stimmt, Pascal, du hast ja Beamer. Alter. Alrighty then. Schneiden zu Ende. Was haben wir hier? Ich versuche gar nicht erst zu landen, Junge. Ich nehme eine P400 und gehe ficken. Auf dem Kreuz landen. Auf dem Kreuz. Ich gehe ficken, euch gesagt. Das X markiert die Stelle. Dafür steht das X in Sex. Go. Ich lande auf B mit dem Heavy Fighter. Ist schon im Anflug. B. Feuer. Wer schießt da wieder auf mich? Hoppla.
Klappenkampf und hoch. Wehe, irgendein Hurensohn fliegt mir wieder rein. In letzter Zeit hatte ich ja ein paar von diesen Teammitgliedern. Timo, kuscheln. Timo, kuscheln? Wo ist denn Niklas? Wo ist denn der? Ich bin unter ihm. So, und ich bin hinter ihm gleich. 600 Meter. Sexy seht ihr aus da unten. Auch in der P400. Guter Mann. Pascal Echt? Landet. Pascal ebenfalls guter Mann. Läuft bei uns! Ah, ich hüpfe. Ah, scheiße. Rote. Wir haben Zielski im Team. Zielski, bester Mann und so. Wird doch immer. Reicht doch. Ich flieg mal in den Hornissenschwarm rein. Da vorne ist einer in der B25, der geht auf die Patrouillenboote. Ich denke, wir sollten diesen Mann beschützen. Feuer! Dieser Mann kann TNT produzieren, das ist wunderschön. Und dahinter, da kommt einer in der Firefly hinterher. Nein, das werde ich zu verhindern wenn, wissen, wenn ihr mein mir Freund! Wenn Geleitschutz bis A gibt, dann setze ich mich da noch rein. Noch ein Stück, noch ein Stück. Alter, ich kann vor lauter Sippe nichts mehr sehen. Jawohl, Abschusshilfe. Rasputin Ventmat. Gott sei Dank gibt es sowas wie Scheibenwischer. Das Fahrtwind. Auf der Innenseite deines Monitors installiert oder was? Ja. Wenn mir das ganze Öl wegkommt. Ja, voll Deibel. Das ist doch nicht schön hier. Jungs, wo seid ihr? Ich bin im Anflug. Über Niklas. Wow. Ich schnapp mir diesen Jasku Venti Matt oder wie er heißt. Auf den will ich, das ist meiner. Das ist meiner. Meiner. Wie wäre es, wenn sich mal jemand den verdammten Jack hier hinter mir holt? Jungs, zieht mal hinter. Ja, ist mir scheißegal, wie der Typ heißt. Könnt ihr mal hinter mich ziehen? Der Freak ballert Raketen nach mir, Mann. Spaß, J. Hilfe! Ich hab einen Flügel verloren. Mit Drecksegel! Timo, ich komm dir entgegen, aber in Bruchteilen. Und jetzt geht gleich baden. Ich mag kein Wasser! Wow, hi Niklas! Oh, hallo Timo! Wow! Welcher war jetzt hinter dir? Oh, der hat abgedreht, der Hurensohn. Das wird er bereuen! Hat er nicht! Ah, ja. Scheiße! Hat er nicht mitgenommen. Obwohl, nein, der Typ, der hinter mir war, der hat abgedreht. Den habe ich noch einmal verpasst, aber da kam der anders und. Scheiße, Mann, meine P400 ist kaputt. Nein. Ich habe beide Stützpunkte erobert. Yeah. Was? Geil. Wie kam der denn jetzt? Oh, ich habe beide Stützpunkte erobert, während ihr. Hier im Hintergrund. Ich habe euch zweimal zwar nach Deckung gefragt und. Ich habe den auf A gesetzt, habe den erobert und. Dann sagte der nur noch Sprit alle. Wer kommt mit mir mit Schiffe versenken? Wer kommt mit mir mit A verteidigen? Ich lass die Hurensöhne da nicht mehr drauf landen. Ich hab einen Spritleck, ich hab nur noch 10 Sekunden. Du hast noch so ungefähr 4 Leute um dich herum. 8, 7. Ey Jungs, A verteidigen. Ja. Ich gehe mit dem Heavy Fighter nach A, stell mich da oben drauf und lass den Rear Gunner als Flakgeschütz arbeiten. Mein Motor ist aus. Das funktioniert nicht, weil der erste schmeißt dir die Bombe aufs Dach. Mit Stellen meinte ich nicht landen. Oh, Stellen habe ich auch schon probiert. Ich stell den da so in die Luft. Welche Richtung sind denn die Boote? Die Boote sind gerade down gegangen. Ach, kacke, down. Mann, da geht einer ich direkt mit der Ader. Ich glaube, ohne Schub schaffe ich die 5 Kilometer nicht mehr. Nein. Ich schnapp mir jetzt diesen Ratzer. Jawohl, Flugzeug zerstört. Hey, wer bist du denn? Pascal hat das beide Stunden erobert. Ja, Flugzeugkollision. Und A haben wir soeben wieder verloren. Ja, ich hab doch gesagt A verteidigen. Aha. Ja und? Aha. Was hast du gemacht, Timo? Langsamer gewesen als eine Spitfire. Jetzt muss ich wieder A zurückerobern. Ja, ich gehe hinterher, Mann. Ich bin mit dem Heavy, mit dem schweren Jäger. Rings bei A sind auch noch Patrouillenboote. Ja, das stimmt allerdings. Pascal, bin 1-2 hinter dir. Das ist gut, bleib da.
Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob ich gerade mit dem Flugzeug ich von Kontrolle im Auto möchte. Ja. Kannst du mich haben? Ah, okay, vergiss es. Okay. Fünf rote Flugzeuge? Ich bin stark über dir, Pascal. Ja, ich bin 50 Meter über dem Wasser. Das ist gleich für einen dezenten Landeanflug. Ja. Und bessere Unsichtbarkeit. Unsichtbarkeit, ja. Erst siehst du mich, dann nicht. Ich bin ein U-Boot. Dafür bräuchtest du... Ein U-Flugzeug. Echt? Ein U-Flugzeug. Ein U-Zeug. Alter, das könnte wirklich klappen. Da ist gerade kein Arsch. Oh, scheiße, Alter. Da kommt einer in einem Bio-Fighter. Einen Bio? Ein biologischer, abbaubarer Flieger. Ist der aus Esspapier? Ja. Ich geb... Nein! Kacke! Ich bin drüber weg, Mann. Oh, schön. Nein, der Fighter ist echt abgestürzt. Ich komme mal zu euch. Wenn du Shop-Kiki da weghältst, mir eine Bombe aufs Dach zu werfen. Scheiße, Mann, der andere kommt da. Ja, ausgebrannt. Kacke. Ja, toll. Der andere ist jetzt natürlich auch im Arsch, dank meiner Cannon, aber... Oh, da ist gerade niemand. Aber ich kann aus einem... Scheiße, Mann, ich kann aus einem Looping... Lutz, lande da unten! Mit 630 kann ich doch nicht landen. Nein, kannst du nicht. Nee, so 150. Ja, kacke, Mann, ich hab einen hinter mir. Alter, ich hab hier 5. Ich glaube an dich, Lutz, du schaffst das. Ich zerstöre so einen Zerstörer. Mir reicht das Patrouillenboot. Timo, komm mal bitte in meine Richtung, du hast einen hinter dir. Wo bist denn du? Oh. In Richtung unser Spawn. Spawn? Alright. Ja, ich dreh Barrel Rolls, Bruder. Ich kann nicht mehr wenden, ich geh baden. Ist nicht mehr hinter dir. Ist nicht mehr hinter mir. Nein. Gut. Geht auf den Flugplatz. Bomba Beat hat mich getötet. Er versucht zu landen. Zeig ihn an. Das werde ich tun. Ruf jetzt bei der Polizei an. Report bei Steam. Ich hab das Telefon, ich wähl grad mal ein. Ey, hallo hier. Da ist gerade einer mein Flugzeug abgeschossen. Ich hab das Kennzeichen von dem Typ da aufgeschrieben. Was soll ich machen hier? Da hat gerade einer mein schweres Kriegsflugzeug vom Himmel geholt. Und der Sie Polizist. Ein schweres fragen, Kriegsflugzeug. Sie haben ein schweres Kriegsflugzeug? Jawoll! Ich geh jetzt baden. Piu piu! Und da ist am Ende noch einer mich reingeflogen. Au. Ja, wenigstens haben wir die Runde gewonnen, ne? Ja, die war gut. Ich habe ja auch einen XP-Boost benutzt und habe jetzt 3000 Punkte. Dafür bin ich kurzzeitig aus der Staffel geflogen, weil ich so schlecht war, oder was? XP-Boost. Die beste Staffel, Auszeichnung Panzerfaust. Ich habe seit... Für das Zerstören der meisten KI-Bodenziele, wenn mehrere Spieler die gleiche Anzahl zerstört haben. Ah. Rächer, Jäger, Retter, Mehrfachschlag. Sehr schön, sehr schön. Wann haben wir angefangen? Schon eine Weile her, ne? Ja, es geht. Ich habe noch einen EP-Boost. Merke ich gerade. Schade, dass jetzt Folgenende ist. Ihr könnt immer gerne liken, abonnieren, kommentieren und oder teilen, meine lieben Freunde. Und zwar zu jedem, den ich nicht kenne. Abgesehen davon erinnert euch an unter der Woche vollzogene Projekte, die Singleplayer-Let's Plays beinhalten. Und schaltet jeden Sonntag wieder ein zu einer weiteren Folge War Thunder. ITC ist raus für heute. Tschüss. Läuft. Wolltet ihr dann gleich nochmal Garry's Mod oder... Lass uns noch eine Folge War Thunder drehen. Und dann bauen wir in Garry's Mod ein Flugzeug. Versuchen wir das. Aus einem Schreibtisch. Oder einen Kühlschrank. Whatever. Ich suche. Das könnten wir echt mal versuchen. Das wäre wohl der Fall. Wir bauen einen fliegenden Kühlschrank.